Hallo zusammen vom Sepang International Circuit in Malaysia, wo heute die nächste Etappe der Motorrad-WM stattfindet. Zwei Rennen noch hier in Malaysia und in Valencia und dann Weltmeister? Fragezeichen, gute Frage, nächste Frage. Eine Antwort gibt es heute auf jeden Fall hier in Malaysia und damit begrüße ich recht herzlich zurück zu Let's Play MotoGP 18 in unserer wunderschönen Karriere. Ja, Malaysia der Formel 1 wird das nicht mehr gefahren, hier in der MotoGP allerdings auf jeden Fall schon noch. Ich glaube auf jeden Fall noch ein paar Jahre. Und in Malaysia regnet es eigentlich sehr, sehr gerne. Ich erinnere mich da noch an das Moto3-Rennen in der letzten Saison, wo wir von der Pole Position aus gestartet sind und komplett durchgereicht worden sind auf die letzte Position. Das wollen wir hier heute natürlich verhindern. Denn auf den Mann vor uns, da müssen wir was aufholen, nämlich auf den guten Francesco. Da wollen wir hin und da kommen wir auf jeden Fall schon in meinem Qualifying hin. Aktuell die Pole Position eine 2, 4, 5, 3, 7. Erster Sektor sind wir schon mal 2 Zehntel schneller gefahren. Und was auffällt auch hier, wir fahren hier deutlich schneller als die Konkurrenz. Da können wir sogar fast den Francesco schon im Qualifying ärgern. Oh ja, indem wir erstmal hinten drauf fahren und dann schön in den Reinstechen. Bei der Sari dann vor uns. Den haben wir sogar auch noch bekommen in meiner Qualifying-Runde. Also es bedeutet gute Vorzeichen auf jeden Fall wieder für eine Pole Position. Oder vielleicht eine zu schwache KI. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber das wird ihr am Ende des Parts auf jeden Fall erfahren, was hier oder was ich hier eingestellt habe. Eine kleine Besonderheit gibt es am Ende des Videos. Könnt ihr gerne schon vorspulen, aber dann verpasst ihr natürlich auch das wunderschöne Rennen hier. Bei der Sari hier in Kurve 13 leicht angeschoben, aber da will er innen wieder vorbeiziehen. Auch mit seinem Soft-Soft. Kleine Berührung. 4 Zehntel momentan voraus. Hier schön im Windschatten noch den kleinen Boost mitbekommen. Francesco kommt gar nicht hinterher im Qualifying. Und dann letzte Kurve. Hart anbremsen. Schaltepunkt treffen. Nicht zu weit raustragen lassen und wieder hochbeschleunigen. Und mal schauen, für was es am Ende gereicht hat. Ich bin so ein bisschen fassungslos. Warum? Weil ich im Qualifying 2,3 Sekunden schneller war bei einer KI-Stufe von 108. Jetzt frage ich mich, sind das wirklich 108? Oder setzt das Spiel hier irgendwas zurück? Oder hat man dieses Spiel auch mittlerweile tot gepatcht? Das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir jetzt langsam stelle, weil es wird im Qualifying mir jetzt tatsächlich zu einfach gemacht. Also 2 Sekunden bei 108, das bedeutet, selbst auf 120 würde ich hier vorne wegfahren. Ich hätte immer noch eine Sekunde Vorsprung. Ich bin mal gespannt, ob ich da Feedback von euch bekomme und wie ihr das Ganze so empfindet. Ich glaube, es ist mittlerweile Patch 1.08 draußen. Also der 8. Patch ist mittlerweile draußen und ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Aber ich weiß, was ich auf jeden Fall tun muss, und zwar hier den Sieg einfahren von dem guten Francesco, um hier auf 8 Punkte, glaube ich, heranzukommen. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Hoffentlich fahre ich nicht vorne weg. Der Kurs von Sepang ist die Heimstätte des aktuellen Grand Prix von Malaysia. Nur noch ein kurzer Moment und dann geht der Kampf los, hier auf der Strecke. Der Kampf mit der Konkurrenz oder der Kampf? Der Kampf mit der Konkurrenz oder der Kampf um die WM. Pasini auf der 2 im Übrigen. Francesco auf der 3 und Baldassari. Was ist denn mit dem los? Der gibt richtig Gas. Wir fahren wieder vorne den harten. Wir fahren hinten Medium. Und Kurve 1. Da gehe ich weit. Nein, da gehe ich nicht weit. Da gehe ich nicht weit. Die bremsen da sehr früh. Oder ich bremse sehr spät. Eins von beiden. Und da kommt Marquez. Komm. Aus Fairnessgründen. Ich bin ihm reingefahren. Solle vorne sein. Ey, warum bremst denn der hier? Marquez bremst in diesem Raidsknick. Oh je, da ist nichts Gutes. Ich kann viel später auf der Bremse sein. Dann haben wir Marquez schon wieder überholt. Damit sind wir jetzt wieder zurück auf der 1. Da bleiben wir auch. Wir bleiben auf der 1. In den Weg habe ich nichts gemacht. Gar nichts mehr. Das Bike, es liegt wunderbar. Das muss ich aber auch sagen. Es liegt auch wunderbar. Aber mir fällt es halt immer mittlerweile extrem auf.
beziehungsweise mir ist es jetzt zwei Rennen so krass aufgefallen. Ich habe gestern auch aufgenommen, da war noch alles in Ordnung. Und jetzt spiele ich hier quasi Philipp Island und Malaysia und... ja, keine Probleme. Gut, Malaysia ist schlecht, einen Vergleich aus der letzten Saison zu ziehen. Das hatten wir ja auch verkorkst. Das war ja mit Austin das zweite Rennen, was wir richtig verkorkst haben. Wir fahren weg! Ich fahre weg! Gut, 18 ist jetzt nicht weggefahren, aber trotzdem... ich sehe mich hier nicht auf dem Niveau von 115 oder 120, ganz besonders nicht. Aber aktuell sieht es fast schon stark. Oh, danach aus. Bremspunkt hier, letzte Kurve verkackt. Und dann kommt Marquez wieder ran. Mir auf der 4, Schröter auf der 5. Und Francesco auf Position 3, mir 4. Marquez 2. Ja, im Rennen sieht es ja ganz anders aus. Ich hab die das Qualifying verpatcht. Also über zwei Sekunden im Qualifying, das ist krank. Das ist wirklich krank. 7 Zehntel auf Marquez. Guck, ob der uns nochmal gefährlich wird. Oder ob es das jetzt war. Im Qualifying habt ihr auch die Runde gesehen. Da habe ich sogar den Francesco überholt. Und Baldassari. Das war nicht mal normal. Also, ich schau mal, wie das in Valencia sein wird. Und werde dementsprechend handeln. Valencia liegt mir jetzt nicht ganz so. Malaysia sollte mir aber auch hier nicht liegen. Zum Fahren. Also Valencia, das wird nochmal ein sehr interessantes Rennen. Interessanter Saisonabschluss. Zwei Sekunden auf Marquez. Zwei Sekunden, wir sind weggefahren. Jetzt in dieser einen Runde bin ich weggefahren. Guckt euch mal an, wo die sind. Es gab, glaube ich, in Patch 1.07 diesen, so einen KI-Bug, dass die KI quasi zurückgesetzt wird. Wenn man, glaube ich, ein Wochenende nicht komplett spielt. Ich spiele aber jedes Mal ein komplettes Wochenende durch. Deswegen wundert es mich jetzt hier so ein bisschen. Zwei Sekunden. Wir waren über eine Sekunde schneller als Marquez. Das liegt jetzt nicht am Bike oder an mir. Also, das ist nicht mein Eindruck. Das Ding untersteuert fast gar nicht. Höchstens, dass ich mir meinen eigenen Fahrstil so entwickelt habe. Also, ich nutze die Guardian eigentlich nur mehr oder weniger nur noch zum als Bremsorientierung. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich da sage, so ab 2019, dass wir auch mal ohne die Gallien gefahren. Und Gas. Und nur noch Gas. So, zack und go. Gucken, ob das hier wieder 3 Sekunden wird. Philipp Island war es bei Regen. Ich bin ja auch auf feuchter... auf einem feuchten Kurs gefahren im Training. Da hatte ich auch keine Probleme. Da war es 1,6 Sekunden oder ja, auf jeden Fall über eine Sekunde. Und dann kam das Qualifying im Trockenen. Wo ich hier wieder mal... da hinten sind sie erst. Der volle Reifen ist schon wieder durch. 6 Runden nur. Oh, das ist nicht viel. Aber wir fahren hier fast 2 Minuten. Das ist lang.
Das ist lang. Was weiß ich denn hier für eine Rundenzeit? 2, 4, 6. Also wir schauen mal ganz kurz. Wie auf der 1 Vorsprung? 4,1 Sekunden. Francesco auf der 3. Marquez 2. Gucken, ob das so bleibt. Schöner Wheelie. Es kann sein, dass ich vielleicht was mit der KI gepatcht habe. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die Patch Notes nicht. Sieht aber auch alles sehr rund aus. Kein Übersteuern, kein großes Untersteuern. Liegt gut in der Kurve. Wunderbar. Kann mich nicht über das Bike beschweren. Nur über das Motorrad. Hier wunderbar, wunderbar, perfekt. Perfekt um die Kurve gefahren. Auch hier kurz mit der Bremse korrigiert. Ich glaube, das ist etwas, sag ich mal, so ein bisschen angeeignet mittlerweile, dass ich mir mit der Bremse korrigiere, ganz kurz. Zack. Kurz Bremse und trotzdem auf dem Gas bleibe. Keine Ahnung, ob das das Rezept war. Was mich einen Tick schneller macht. Zwei, vier, sieben. Das ist schon fast über... Das sind schon über 5 Sekunden. Boah, Alter. Der Marquez ist immer noch nicht über die Linie. Das tut weh. Das tut weh. Also wird jetzt noch einen riesigeren Vorsprung als in Phillip Island. Der Reifen baut nicht ab, nichts. Linkskurve wunderbar, rechts der Übergang. Auch sehr schön genommen. Wunderbar. Es liegt wie auf Schienen, sagt man ja immer so schön. Boah, gar nicht über den Körper, aber das ist nichts. Ich weiß nicht, was ich ja sagen soll. Mir fehlen die Worte. Das war jetzt schlecht gefahren. Kilometer weit kommt da keiner um die Kurve. Aber wortwörtlich, da kommt keine Sau um die Kurve. Oh, 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 oh. Philipp, noch eine Runde, komm. Eine Runde geht noch. Eine will noch rein. Eine Runde geht noch. Dann fahren wir die WM bald nach daheim. Wiederholen wir die WM daheim. Valencia. Da werden nur noch 3 Fahrer angezeigt. Das ist ja alles schön und gut. Also, nee. Nee. Also, wenn alle Stricke reißen, muss ich zum Saisonfinale auf 120 gehen. Also ich werde es im Training ja merken. Im Training werde ich es merken. Ich werde es sofort merken. Wenn ich da schon eine Sekunde habe, auf 108, dann bam, 120 rein. Holen wir uns mal die ultimative Herausforderung. Auf 120.
Mal können wir den Titel einfach. Ich glaube, wir können es aus eigener Kraft schaffen. Da brauche ich Schützenhilfe. Ich muss gleich noch. Wir müssen gleich mal gucken. Nee, ich brauche Schützenhilfe, glaube ich. Ich glaube, ich brauche Schützenhilfe. Also wir sind ja 6 Runden gefahren. Wenn ich jetzt am Ende 6 Sekunden mehr Vorsprung habe, hätte ich auch auf 25 gehen müssen. Wenn ich daran denke, mit was ich angefangen habe, 70, ne? 70, jetzt 120, 108. Mal schauen, wie schnell es noch höher gehen kann. Letzte Kurve. Der vordere Reifen durch, der hintere Reifen so gut wie auch. Gut, die Entwicklung merkt man auch. Also man merkt sich schon, glaube ich. Gerade bei der Bremse merke ich es. Spielt keine Rolle. Rennsieg ist wieder mal einen Rennsieg nach Hause gefahren. Mehr nicht unbeschadetes Rennen, keine Kollision, Fragezeichen. Gucken, was er mir da gibt. Nee, gibt er mir nicht. Also eine leichte Kollision reicht da schon aus für das Spiel. Am Ende 2-4-6 und die fahren 2-6-5er Zeiten. Das finale Ergebnis der Moto2-Klasse an. Das sind fast 2 Sekunden. Ich nehme euch jetzt mit. Das ist ohne Scheiß. Nicht, dass ich den Schwierigkeitsgrad runtergedreht habe. Ich nehme euch jetzt mit. Bis zum Hauptmenü, damit ihr seht, dass das nichts ist. Ich weiß nicht, was das ist, weil 2 Sekunden, das bin ich nicht schneller. Das sind doch 3 Punkte. 3 Punkte auf Francesco. Das heißt, wir können das Ding aus eigener Tasche machen. Wir haben alles erfüllt, ohne Probleme. Ohne Probleme. Wir sehen uns gleich trotzdem nochmal wieder. So, da melde ich mich nochmal zurück, damit ihr das auch seht. Der speichert gerade das Ergebnis und wir gehen auf nächstes Rennwochenende. Oh, da steht 105. Ja, spielt ja keine Rolle, ob 105 oder 108. Aber hier steht 105 und ich fahre 2 Sekunden schneller. Da stimmt was nicht. Da stimmt zum Verrecken was nicht. Ja, da bin ich schon fast gezogen, auf 120 zu gehen. Aber jetzt seht's, ich gehe da nichts um. Ich gehe da vielleicht von 108 auf 105, aber das ist ja maximal eine Zehntel oder 2. Das ist ja nicht der Rede wert, ob jetzt 2,4 oder 2,6. Es sind Fakten. 2 Sekunden im Rennen schneller gewesen. Und das ist zu viel auf 105. Und da frage ich mich, bin ich das selber jetzt mit dem Fahrzeug oder woran liegt das? Woran liegt das? Weil ich könnte das Fahrzeug sogar noch weiterentwickeln. Die Bremse habe ich weiterentwickelt. Ich habe nicht mal den Rahmen komplett. Ich habe kaum was in der Federung gemacht, aber ich fahre deren weg auf einmal. Wie dem auch sei, das habe ich euch gezeigt. Das war's für heute.